Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies mit Big Pauli, wo wir jetzt erstmal zurück zum Zen-Garten gehen. Immer ist der Zen-Garten schön beruhigend. Spray. So, nun geht's weiter mit Überleben. Bei Überleben Tag schwer. Los geht's. Und ich schaffe es, 10 Flaggen lang zu überleben. Die erste Doppelsonnenblume ist damit schon mal gepflanzt. Thank you.
und die nächste Waffe Sonnenblume steht. Cola-Pulte müssen erstmal ausreichen. Es ist gar kein Problem hier zu gewinnen, wenn man genug Geschick hat. Duplinatoren alleine schon sind. Okay, einfach. Immer weiter ausbauen. Keine Pause beim Ausbau einlegen. Nur so kann man übermächtig werden. Sondern kann ich das letzte Zunderholz pflanzen. Noch eine Sonne. Naja, eins von diesen Sonnendingern. Die Sonnen geben ja 25 Sonnen. Was ein komisches Verrechnungssystem ist, wenn man mich fragt. Thank you.
es kommen noch mehr Zombies. Das dürfte es gewesen sein. Diamant, sehr schön. Meine Verteidigung lange nicht perfekt. Ich muss noch sehr viel ausbessern. Und das war's mit den Spitzhacken der Buddelzombies. So einfach kann man sich gegen die verteidigen. Irgendwie unlogisch, wie der Buddelzombie einfach wieder auftauchen kann, nachdem seine Spitzhacke weg ist. So, jetzt ist meine Verteidigung schon einigermaßen in Ordnung. Aber es fehlt noch was. Thank you.
Und da kommt die letzte Welle auch schon mit nur einem roten Zombie. Selbst wenn ein Buddelzombie durchkommen würde, ich wäre bestens geschützt. Und es kommen noch mehr Zombies. Vier Flaggen habe ich schon überlebt. Wehblatt brauche ich. MG-Erbse. Hochwallnuss. Für den Fall, dass die durchbrechen sollten. Und dann brauche ich natürlich auch noch... Ja, was brauche ich denn noch? Natürlich das hier noch und den Matschkürbis. Die MG-Erbsen sehen ziemlich cool aus. Alter, bisher hat es noch kein einziger Zombie geschafft, meine Walnüsse zu erreichen. Ich bin halt einfach zu gut für die. Und tschüss. Und nochmal tschüss. Und erneut tschüss. Und wieder. Denke so gut wie alle Zombies, an die ich gerade denken kann, wirkt meine Verteidigung. Ja, wenn die Zombies so in so hohen Massen kommen, ist das nicht gut für das Aufnahmeprogramm. Das steckt dann ein bisschen oder läuft zumindest nur ein bisschen langsamer. Wie viele Ballonzombies wollen die denn noch schicken? Und die letzte Welle. Die Ballonzombies verschwinden.
Und es kommen noch mehr Zombies. Jetzt brauche ich die hier unbedingt. Natürlich die hier, die hier. Und die hier und die hier. Und das hier. Los geht's. Sie haben keine Chance gegen die unaufhaltsame Macht der Pflanzen. Die meisten Zombies kommen gar nicht über meinen Stachelstein rüber. Weil sie vorher ihren Kopf waren. Die, die es schaffen, die werden von meinen MG-Erbsen wenig später getötet. Ich habe noch 3 Linien zur Verteidigung frei. Aber die habe ich eigentlich gar nicht nötig. Und ich habe schon vorsorglich dafür gesorgt, dass die Katapult-Zombies und die Zombonis nicht durchkommen. Clever, hä? Zombies haben keine Chance gegen so einen Genius wie mich. Die Zombies sterben wie die Fliegen am Klebestreifen. Und da kommt schon die letzte Welle.
Stachelstein muss ausgebessert werden. Mehr Schokolade. Auf geht's. Spieleentwickler haben dieses Spiel echt wirklich gut durchdacht. Ich bin stolz auf denjenigen, der dieses Spiel entwickelt hat. Und noch mehr Schokolade. Ich gewinne hier einen Schokoringel nach dem anderen. Und einen Diamanten nach dem anderen. Ah, ihr blöden Walnüsse. Ihr Magnetpilze, beeilt euch gefälligst ein bisschen. Zusätzliche Verteidigungslinie. Jetzt im letzten Level erreichen die Zombies endlich meine Hochwallnüsse. Magnetpilze sollten sich ein bisschen mit dem Absorbieren der Gegenstände des Feindes beeilen. Also ich bin schon fast wieder bei 8000 Sonnen angelangt. Ob ich das nun auch schaffen werde, die 8000 Sonnen? Thank you.
und erneut ein Sieg für Big Pauli. Und ich habe einen neuen Überleben-Modus freigeschaltet. Jetzt sind es noch 4 Level im Überleben-Modus. Tja. An dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Liked das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.